Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16, unserem King of the Ring. Wir sind im Viertelfinale. Mein Gegner ist Gamer ShackyP, der Onkel. Hallihallo, hallo. Und ich freue mich. Denn ich habe den Undertaker heute, das weiß ich schon. Und ich kann es kaum erwarten. Und jetzt muss ich gucken, welchen wir da nehmen. Beinhartes Match. Es wird so ein beinhartes Match, liebe Freunde. Nehmen wir den alten, nehmen wir den neuen. Nehmen wir den Prügel-Undertaker oder nehmen wir den Original-Undertaker? Und wir nehmen den Original-Undertaker. Okay, und dieser kriegt ein wunderschönes Match. Und zwar, wenn ich ihn jetzt mal endlich mal finden würde, ja, ist dann irgendwie. Denn sein Gegner wird sein. Habt ihr eigentlich schon den Titel gelesen, ne? Keine Ahnung. Da. Ja. Das wird sein Gegner sein. Wir nehmen wieder WrestleMania 14. Das war ich nehme es einfach. So. Ah! Oh Mann, der hat mich letztes Mal schon rausgekickt. Und jetzt geht's, du bist sozusagen das Rematch. Ich habe nachgeguckt und in der ersten Runde hat Shawn Michaels Undertaker rausgekickt. Ist dann durchgerannt und jetzt kommt ja sozusagen das Rematch. Und oh mein Gott, Leute. Und also der Shawn Michaels ist einfach ein Killer, weil der kann seinen Finisher so schnell einsetzen. Da kannst du gar nicht drücken. Das geht blitzschnell. Das ist so unfair. Alle sind auf Wer. Das gegen Undertaker ist scheiße. Aber vielleicht kann ich mich jetzt auch revanchieren und ihn kaputt machen. Denn ich habe kurze Haare, mein Freund. Und das ist ausschlaggebend. Hey, ich kann den Move machen, okay. Klar, kannst du machen. Ja, ich dachte, dass du so zu schwach bist, weißt du? Ach, du bist allzu schwach, du. Oh, es geht da direkt los. Aua, du hast mich geschlagen, Junge. Das ist gar nicht gut, mein Freund. Ah, der Shawn Michaels hat mich im Griff hier. Okay, nochmal. Ja, aber er blockt. Weil ob das überhaupt nichts bringt hier. Alter, deine Arm zuckt voll, hast du es gesehen? Voll. Bam! So mag ich das. Ach, jetzt drückt er mich in die Ecke. Wieso? Ha! Mein Gott, ey. Du kriegst nur Schläge vom anderen, Digga. Ui! Ach, yo! Alter! Ah, oh, ich hab doch gedrückt. Er merkt schon, der kleine Techniker ist wieder am Start hier. Hallo. Oh, oh. Oh, alter Schwede. Dieses Rumgemähre von diesem Wrestler. Onkel Dong macht's. Der Genick umbringt Chris. Ja, das ist die übelste Technik hier. Ihr kennt sie alle. Da kann der Undertaker, ihr seht schon, mit seinen riesigen Mutantenarmen kommt er nicht am Hals rum, wenn der Shawn Michaels ihn packt. Dann ist vorbei, jawohl. Wieder ein Konter verschwendet. Mann, der geht mir richtig ums Sack hier gerade. Und der liegt wieder. Ja, wunderbar. Ja, und sonst, wie geht's dir so? Mir geht's gut gerade. Naja, merkt das schon. Nein, ich will nicht entkommen. Ich bin da keine Mimöschen. Mann! Aber er kommt bestimmt wieder raus hier, oder? Nein, ich hab ihn endlich mal. Gott sei mit dir. Wie lange? Oh, es ist so klar. Bah! Ey, du hast schon dein S fertig? Jawohl. Korrekt. Ist ja klar. Ist schon fertig mit Finisher. Alles klar. Wir haben gerade erst angefangen zu kämpfen. Ah ja. Ich kann nichts machen, liebe Freunde. Ist das dein S gewesen? Ja. Komm, los, wir probieren es mal. Gegen Undertaker, wenn ich das so wegreiße, dann hat er seinen Rock zurückgekriegt. Oh, klatsch und da liege ich schon wieder. Kann nichts machen. Alter.
handfesten Rock zurück, wie er mir vor uns rausgeschmissen hat. Nein! Oh, nee, das ging nicht. Ach. Das war das kürzeste Match überhaupt. Scheiße. Ja, das war wirklich doof. Keine Chance, du kannst nichts machen gegen den. Das ist. Der kommt überall raus, der ist so schnell, der ist schon S gewesen, da war ich, da habe ich gerade mal 18% gehabt. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie du dich mit, wo ich The Rock hatte, gefühlt hast. So, irgendwie so ist jetzt irgendwo nicht so richtig das, was ich wollte. So. Nee. Ich wollte ein schönes, spannendes Reihe. Aber ich irgendwie kann nichts machen, ne. Ah, so ein Scheiß. Keine Ahnung, der Undertaker taugt irgendwie nichts. Keine Ahnung, ne. Da bin ich mit so anderen so lapidais besser dran. Das liegt daran, dass er den Hut abgelegt hat. Dass wir daran gelegen haben. Mit Hut wäre das alles anders verlaufen. Ja, keine Ahnung. Ich ärgere mich nicht, weil er war eh schon weg. Von daher wäre er gar nicht mehr dabei gewesen. Ja, Leute, habt ihr gesehen, ne? Das war jetzt mal Undertaker-Abfertigung eingepackt und weggeschickt wieder. Mhm. Okay, ich tu's mal darauf. Ich bin ziemlich alt, deswegen. Undertaker auch. Ja, ich rede. Ja, du sagst schon wieder. Danke. Ja, der war gut, ja. Aber der Shawn Michaels ist ja selber schon Rentner. Naja. Na gut. Nehmen wir so hin. Schade, ich wollte eigentlich euch ein gutes Match geben. Ihr habt gesehen, ich konnte überhaupt nichts machen. Ey, egal, der hat alles geblockt. Da habe ich mal einen Move gemacht, direkt wieder geblockt. Und dann war es schon vorbei. Dann habe ich eine halbe Stunde mich gedreht hier mit seinem scheiß Finisher und dann bam, lag ich schon und war tot. Wahnsinn, wie es doch nach hinten losgehen kann. Ich habe es zweimal zu spüren bekommen mit den Orten und mit dem Rock. Ja. Der scheiß Wiederherholung nach hinten losgehen kann, wenn man sich dann. Aber es ist schön, dass du auch wieder drin bist und dass es jetzt wieder vernünftig weitergeht, ne, wenn man mal denkt, so 10 miteinander gewonnen ist, aber scheiße. Super, dass ich da auch noch mitmachen darf. Ja. Deswegen bleibt es auch spannend. Gut, liebe Freunde, ich war ja dran, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ja, ich habe mal wieder ein bisschen mehr Chance. Danke fürs Zuschauen. Undertaker, leb wohl, rest in peace. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Wano und Onkel. Ciao. Tschüss.